So, hier steht schon wieder ein Paket. Ja, ich hab's so, ich war auch schon dabei, es aufzupacken, aber ich sollte es dann sollte ich aufhören und dann... Wer hat denn dich da gemaßregelt? Alter, Chris, das, die Leute finden das gut, wenn wir das vor laufender Kamera machen. Na klar. Ja. Moin. So, dann schauen wir mal hier rein. Ist ja richtig, ist doch absolut richtig. Und zwar kommt das von Andreas Simonkowski. Aus Michendorf. Hallo Erik, hallo Tobias, metallische Grüße aus Michendorf bei Potsdam. Hier, guck mal, ihr habt ja sogar hier so ein, also auf jeden Fall am krassesten verpackt. Ach, aller Zeiten. Geht bestimmt. Ja, ich bin schon gespannt, wie du das hier machst. Ansonsten hast du hier mein Buttermesser. Buttermesser. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei euch bedanken. Euer YouTube-Kanal macht mir sehr viel Freude, schon seit langer Zeit. Ich bekomme dort Informationen, die ich so sonst nie bekommen würde und das in vielerlei Hinsicht. Die Infos. Am besten gefällt mir euer metallisches Rundumwissen, das macht nur der da drüben, ich bin hier nur für flotte Sprüche zuständig. Diese sympathische Nerdigkeit ist mir eine Freude, auch weil ich dann nicht, was? Auch weil ich dann nicht so sein muss. Bleibt Bier, Prost, euer Andreas. Schöne Handschrift hast du übrigens, mein Guter. Ich bin schon sehr gespannt. Keine Ahnung, was der Kollege da drüben schon wieder draus macht. Das sind auf jeden Fall sind diese Sachen, die hier drinnen sind, echt gut verpackt. Ja. Alter Schwede, aber richtig gut verpackt. Ja, deswegen brauchst du da gar nicht mit dem Messer rangehen. Boah, das ist eine schöne Flasche. So, und ich fing 3 Minuten später an und war dann trotzdem fertig. Ich habe schneller fertig. Schon zur Hälfte aufgemacht. Ja, also. Ist schon in Ordnung, klar. Alter. Braumanufaktur Potsdamer Stange, handwerklich gebrautes Bio-Bier. Das sieht ganz schön massiv aus. Das werde ich übelste Sorte wegtrinken. Das kann man doch nochmal freuen. Ja, bestimmt. So für einsame und zweisame Stunden zu allein und zu zweit. Vielen lieben Dank, Andreas. Das wird jetzt nicht, weil es natürlich ungekühlt ist und inzwischen nee, sind wir ja... Auf jeden Fall. Aber das sieht sehr, sehr cool aus. Das, so eine Potsdamer Stange gönne ich mir gerne. Das sage ich lieber nicht. Ja, das denke ich auch. Okay. Das nehmen wir so hin. Ja, zeig mal her, das geht maximalen ja direkt Dank. Auf den Stapel der zu kühlenden Biere. Andreas. Wenn hier so ein Zeug so frisch reinflattert, dann werden wir es ja trotzdem... irgendwie zeitnah hinweg schlürfen und dieser Brief geht hier natürlich an the Wall of Shame, Fame. Da das heutige Video ja sowieso so eine Art Zweiteiler wird, wo Alter. Wir heute quasi einleiten, können wir ja dann quasi zur nächsten Sendung und zum zweiten Teil dann kalt. Alter, hier siehst du der nächste Brief, was ist denn? Können wir das verköstigen? Du musst nicht jetzt anfangen noch. Doch, ich muss jetzt hier dekorieren, Tobias. Ja, sehr dekorieren. Es geht nicht anders. Guck so, hier, zack, das Ding vom Undergrounded vom letzten Mal auch noch rein geknüppelt. Apropos Undergrounded, die hatten uns ja auch Biere spendiert. Plopverschluss oder kein Plopverschluss, das ist die Frage für dich. Plopverschluss. Das war ja klar. Dann bekommst du ein originales, süffiges Schwabenbräu. Geil. Danke, dass du an mich gedacht hast. Und ich kriege Familienbrauerei Dinkelacker Helles. Bin gespannt. Geil. Hoffentlich schmeckt es nach Kokos. Anfangs. Was ist denn jetzt da? Ja, schön. Ja. Habe ich mir Chlorreiche vorgestellt. Prost! Oh, sehr geil. Sebastian Dummer. Du kleines Eichhörnchen. Ja. Köstlich. Irgendwo muss ja sein Menschen als herkommen. Ja, auf jeden Fall nicht von der Brauerei dort. Nee. Du Scheiße, Alter. In Schwaben können sie Bier brauen. Wer hätte das gedacht? Jetzt, Köstlich. Lecker. Wirklich gut. Also ich muss ja sagen, ich bin immer wieder begeistert, wenn wir hier irgendwas kriegen, was auch wirklich mal wieder den Namen Bier verdient hat. Nichts gegen, so nichts gegen. So schlimm ist es auch nicht. Ja, willst du noch mal hier so ein Pfefferbeißerbräu? Ich sage doch, so schlimm ist es auch nicht. Es ist im Großen und Ganzen
ist es nicht so schlimm. Im Großen und Ganzen war es früher alles besser als heute und generell in Ordnung. Wir reden heute über die PSOA Herbstoffensive, die uns in nunmehr 3 Wochen ins Haus steht. Und zwar über den Freitag. Ja. Freunde. Es war bestimmt eine sehr, sehr gute Idee, dass wir zu pandemischen Zeiten, als wir, ja, sag ich mal, uns nicht genügend Auslauf hatten und uns immer alle in stillen Räumen aufhalten mussten. Mussten die Räume still sein? Ja. Okay. Wie auch immer. Da hielten wir das für eine super gute Idee, in Weimar eine Herbstoffensive zu veranstalten, quasi direkt vor der Haustür. Ein kleines Festival im kleinen Rahmen, so ein kleines Partisan, das sich für uns so anfühlt und dann wenigstens was veranstalten zu können. Und mittlerweile merken wir halt auch, dass 5 Wochen nach dem Festival, nach unserem Partisan Open Air, die Herbstoffensive immer so der Erholungsfaktor ist noch gar nicht so da. Den man sich so... Bei mir schon. Ja? Ja, ich bin erholt. Ich könnte jetzt gleich wieder nach Schlötheim nochmal in der Woche irgendwie Leute anbrüllen. Das wäre... Okay. So. Naja, das Ding ist ja, das kleine Partisan nach dem großen Partisan, die Gedanken waren natürlich, also jetzt mal aus der pandemischen Notlage heraus agierend, war ja damals der Gedanke, okay, lass uns mal wieder überhaupt irgendwas machen. Wir haben Bock, irgendwie was zu veranstalten. Genau. Wir wollen auch mal gucken, ob die Leute von der Crew alle noch irgendwie 2 Arme und 2 Beine haben oder ob denen inzwischen Tentakel aus den Ohren wächst. Und einfach mal wieder so ein bisschen Präsenz zeigen im Rahmen der Möglichkeiten. Und das war am Anfang ja, das erste Jahr war 2020, wo es rückblickenderweise so ein bisschen beschissen war, ne? Weil die Leute waren da in ihren abgegrenzten 10-Mann-Stellen irgendwie und durften da nicht so wirklich raus und das war alles so lala und dann hat man das ja auf 2 Wochenenden verteilt, ne? Erstes Wochenende Headliner Apokalyptische Reiter, zweites Wochenende Headliner S-Fix und auch die hatten ja alle irgendwie mehr oder minder erstmal gar nicht irgendwie in der Gegend rumgespielt, ne? So, das war ja für alle erstmal wieder so, yay, yeah, Konzert. Und dann 21 war es dann schon gelockerter, was die Maßnahmen anging. Da war dann, glaube ich, nur noch irgendwie Maskenpflicht und wenn du zum Klo wolltest, dann nur die Innenleute nur in die Richtung und jeder da rauskam, da musste dort aus dem Ausgang raus und lala. Aber grundsätzlich mit ein paar Jahren Abstand zurückblickend war das alles ganz schön beschissen. Die Veranstaltung nicht, die waren cool. Ja. Aber diese ganze umgebende Geschichte, in der wir uns damals befanden und in der sich auch alle anderen Veranstalter befanden, das war irgendwie schon seltsam, wenn du jetzt so drauf guckst. Ja. Aber wie das bei uns so ist, was sich gut anfühlt, und das hat es zu dem Zeitpunkt ganz einfach, weil nicht viel mehr machbar war, können wir das nicht lassen. Es wäre arbeitstechnisch gesehen wahrscheinlich eine durchaus vernünftige Entscheidung, das nicht Ende September zu veranstalten, aber zeitlich gesehen ist es immer noch die coolste Geschichte. Wahrscheinlich ist noch gutes Wetter und es fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie ein Abschluss einer Festivalsaison. Und demzufolge machen wir das jetzt dieses Jahr zum 5. Mal. Und das ist... In guter Partisan-Tradition haben wir praktisch Edition 1 und 2, ja, die wir jetzt als 1 so zusammenfassen, in einem Jahr gemacht. So gesehen machen wir es eigentlich zum 6. Mal, aber eigentlich, ja. Wir machen es zum 5. Mal. Genau, das ist so ein kleines Jubiläum, wenn man das möchte. Es fühlt sich auf jeden Fall wie ein Jubiläum an, weil man jetzt zum allerersten Mal das Gefühl hat, man hat ein Konzept für eine Veranstaltung gefunden im letzten Jahr, wo wir sagen, okay, darauf bauen wir auf, so stellen wir uns das vor und das verfeinern wir jetzt und von daher ist es ein gutes Zeichen, guter Punkt, dass... Haben wir die Jahre vorher scheiße gemacht, Tobias? Das war erst letztes Jahr so ein Konzept. Aber du hast es ja selber schon gesagt, jedes Jahr waren die Vorzeichen anders, dass du anfangs mit Abstandregeln hattest, dann waren noch die Sicherheitsbedenken und beim dritten Mal waren das einfach örtlich noch andere Gegebenheiten und jetzt haben wir halt seit letztem Jahr das reine Open-Air-Konzept der Herbstoffensive auf quasi so eine Art Indoor-Show. Also das
Konzert als solches findet indoor statt. Es ist überdacht in einer größeren, geschmacklich super hergerichteten Halle. Und dazu gibt es halt einen klassischen Vorplatz, wo man sich sammeln kann und demzufolge Essen, Trinken und andere Gewerke hat. Und so eine Art Charakter eines Halb-Open-Airs hat oder wie je nachdem, wie man es möchte. Konzert ist gesichert, sollte es regnen, aber trotzdem hat man die Möglichkeit, sich draußen zu treffen und in Ruhe an einem Biertisch zu sitzen und dort einzuschlafen um 23 Uhr. Und eine Bratwurst zu inhalieren, ne? Natürlich. Was auch sonst. Am Merchandise-Stand eures Vertrauens trefft ihr den Kollegen hier. Ich bin wie immer im Gesicht zu diesem Management und jetzt haben wir hier genug geschwallt und wir fangen an. Für jeden, dem das Konzept der Herbstoffensive unbekannt ist, wir handhaben das so, dass wir uns da stärker als beim eigentlichen Festival so ein bisschen auf Death and Black Metal eingeschossen haben. Und in der Vergangenheit war der Freitag immer der Death Metal-lastige Tag und der Samstag war der etwas Black Metal-lastigere Tag. Dieses Jahr haben wir das ein bisschen aufgeweicht, wie wir jetzt gleich feststellen werden, und haben das ein bisschen mehr durchmischt, was das angeht. 6 Bands jeden Tag, Einlass 15 Uhr, alles sehr überschaubar. Also wir bewegen uns hier irgendwo im höheren dreistelligen Publikumsbereich. Da kann man auch mal Gespräche führen, die auf einem großen Festival da vielleicht in der Masse der Leute untergehen. Und bevor die Fragen kommen, nein, es gibt keinen offiziellen Zeltplatz. Entweder hat hier irgendjemand einen Schrebergarten an oder ihr steigt im Bed and Breakfast direkt ums Eck ab. Aber jetzt genug geschwafelt, wir werden den Freitag beginnen mit einer Band aus Tirol namens Asphagor. Und das sind geile Leute, das kann ich sagen, denn ich war mal mit denen auf Tour, mit diesen kleinen Tiroler Vollassis. Und das war trotz anfänglicher Schwierigkeiten in der Sprachbarriere, war das dann doch eine ganz runde Nummer mit den Kollegis, sodass ich mir die Show von denen dann, ich glaube so 12, 14 Mal habe ich mir das gepresst, so lange ging die Tour, die ging knapp 2 Wochen. Und habe dann gedacht, Mensch, die haben ihren schlechten Ruf gar nicht so verdient. So, das immer alle Sachen, die sind scheiße, das stimmt gar nicht. So, die kann man ruhig mal auch bei uns spielen lassen. Und dann ist die Herbstoffensive für uns ja auch immer so ein bisschen so ein Testballon, wo ich dann auch den anderen Kollegen mal zeigen kann, ey, hier, die finde ich gut, findet ihr die vielleicht auch gut? Und dann können wir mal gucken, was wir daraus machen. Ach so, so machen wir das, genau. Asphagor aus Tirol spielen einen relativ straightforwardigen, nicht zu verfrickelten Black Metal, der sich mit einer ziemlich hohen Durchschlagskraft auszeichnet, so leichte Death Metal-Anleihen hat und trotz seiner ganzen dissonanten Erscheinung irgendwo nicht zu vertrackt ist, immer ein gutes Gespür für Melodie hat und einfach so eine angenehme, naja, Straightforward-Attitüde mitbringt. Das macht auf der Bühne, macht das relativ viel her, dem Buben da zuzuschauen. Und wer von denen noch nichts gehört hat, den lege ich die letzten beiden Alben, The Cleansing und Pyrogenesis, war das letzte Album, ans Herz, die auch noch dazu sehr, sehr zeitgemäß produziert sind. Das ist wirklich cool. Nicht nur für Liebhaber der Musikrichtung ein Anspieltipp, sondern generell, das ist so ein Untergrundjuwel, könnte man sagen. Wirklich empfehlenswert. Ja. So würde ich das auch unterschreiben. Es ist, ist irgendwie eine coole Mischung aus melodischerem schwedischen Black Metal, der so als Grundsatz fungiert, allerdings halt ein bisschen atmosphärischer oder so ein bisschen auch ja, zeitgemäßer, ein bisschen düsterer gehalten. Klingt so ein bisschen, oder? So eine Mischung aus Nagelfahr und mittelalte Dark Fortress, da irgendwo in der Mitte. Oder wer einen österreichischen Vergleich war, so Asmodeus würde ich da anführen, wobei die klassischer vom schwedischen Black Metal beeinflusst sind. Aber es ist eine coole Band. Die ist auch schon, ja, es sind keine Jungspunden mehr. Die gibt es, glaube ich, auch schon seit 2007. Mhm. Wie gesagt, auch 4 Alben schon auf waren. Sind es leider Gottes ein bisschen zu ruhig zwischen den Alben. Passiert nicht so viel, auch wenn du mit ihnen mal auf Tour warst, aber ansonsten hört man vielleicht ein bisschen zu wenig von ihnen. Aber vielleicht ist das ja der Zeitpunkt,
um das zu ändern. Ja, war cool. Und guter Opener. The time to cleanse is now. Macht was draus, Jungs. Alles ja. Klar. Wer auch was draus machen soll, wer auch so ein Untergrundjuwel ist und direkt auf Asphagor folgen wird, sind die Würzburger von, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, wenn ich sage Bötesweit. Bötesweit. Ich glaube, Bötesweit ist in Ordnung. Kommt man sich immer doof vor, gell, wenn man eine Band mit so einem Namen sieht und natürlich gleich nicht thematisch im Bilde steht und denkt, naja, die werden auch immer verkauft und immer dämlicher mit ihrem Bandnamen. Aber naja, das ist natürlich, es hat natürlich einen Background, der in dem Fall astrologischer Natur, astronomischer Natur ist. Sprich, Kurve gerade so nochmal gekriegt, Alter. Ja, also. Kannst im Dating schön scheitern, Alter. Ja, das geht ganz schnell. Und zwar ein Gebiet im Weltall quasi beschreibt, die unmenschlich weit weg ist. Und dann und da das Ganze so leer ist und so dunkel und desolat und weit weg ist es als die, es wird auch, glaube ich, als Mega-Void oder Über-Void oder ist so. Desolat nicht das, was sie beim Asiaten immer aufs Essen machen, damit es gut schmeckt? Das fände ich gut. Hm. Ja, und das spiegelt das wohl wieder. Ich mit meinen Händen und Füßen und absoluten Unverstand für die Sache. Aber ist natürlich ein Name, der dann, wenn man den Sinn dahinter weiß, auch so ein bisschen zeigt, dass es der Band halt um sehr, sehr dunklen und sehr, sehr tiefschwarzen Black Metal geht, der halt auch die Abgründe und das Ganze, naja, eine Melancholie mit beinhaltet, die das Ganze widerspiegelt. Zwei Alben haben die, aber die sind wesentlich jünger noch, haben das, glaube ich, 2019 gegründet, sind bei Ketzer Records und haben dort, glaube ich, ein ganz gutes Label an bekommen, bei dem sie jetzt schon zwei Alben veröffentlicht haben. Das Debütalbum nannte sich Cold und das zweite Album vom letzten Jahr Singularity. Ja, auch düster vermummt und alles wird, glaube ich, eine ziemlich intensive und heftige Show werden. Die Typen sind, glaube ich, aber trotzdem relativ chaotisch. Also das, was ich so seitwärts mitbekommen habe, sind die dem Alkohol auch nicht abgeneigt. Oh nein, scheiße. In ihrer... Die erste Band in unseren 5 Jahren auf der Herbstoffensive, die dem Alkohol nicht abgeneigt ist. Ja, es ist jetzt... Wenn ich sage, das ist eine depressive Black-Metal-Nummer, dann meine ich alles andere, als es ist eine depressive Black-Metal-Nummer. Ich sag mal, der Bandname passt ganz gut, denn der psychische Abgrund, der lässt da ganz, ganz tief blicken. Das ist eine seltsam gut funktionierende Mixtur aus so einer melancholischen Verzweiflung, Black leicht postischer Atmosphäre, stumpfer Gewalt und rasender Verzweiflung, wenn ich das jetzt vielleicht irgendwie so zusammenfassen könnte. Also es ist allzeit melodisch und man kann dem aber trotzdem, trotz aller Attribute, die ich gerade vorher genannt habe, trotzdem immer gut folgen. Also ich war tatsächlich bei einem anderen Festival, war ich am Stand vom Ketzer und habe ein leichtes Gespräch da mit ihm geführt. Das war ganz angenehm und da hat er mir die CD in der Hand gedrückt und hat gesagt, hier, hör da mal rein. Ich glaube, das könnte dir ganz gut gefallen. Und tatsächlich hat es mir ganz gut gefallen. Alex Händler, hast du mich wieder gekriegt? Alte Vorhaut. Ja, und jetzt stehen sie hier in Weimar. Also noch nicht, aber bald. Vielleicht stehen sie auch schon oben, wenn sie so chaotisch sind. Wer weiß das schon. Ist zumindest was Ostdeutschland angeht, bisher auch noch nicht so ein stark repräsentiertes Thema. Also so häufig habe ich das hier noch nicht gelesen. Ich glaube, die haben bei... ich weiß es nicht, bei irgendeinem vom Berliner Brandenburger Umlandfestivals haben sie mal gespielt und ich glaube sogar vor 4-5 Jahren irgendwie beim Chaos Descent. Was mir fast seltsam, ja, da habe ich das, glaube ich, das erste Mal gesehen, das Logo, was mir sehr seltsam im Nachhinein vorkommt. Wenn ich mir die Band so gebe und mir ansonsten so die Booking-Geschmäcker des Festivals angucke, aber hey, mein Gott, wer weiß, ich habe es noch nicht live gesehen, ich lasse mich da gerne überzeugen.
Ich habe es mal kurz gesehen auf dem Ragnarök. Das war ja klar. Aber auch nicht intensiv, weil das ziemlich am Anfang des Festivals war. Da ist man ja immer noch, da hat man immer noch zu viel zu tun. Von daher war es nur sehr kurz. Nicht so, dass ich es repräsentativ beschreiben könnte oder so. Aber das sieht schon nach was aus. Und ich bin der Meinung, die haben am Vollmail gespielt. Aber ich kann es nicht sicher bezeugen. Auch das Vollmail ist nicht ganz Ostdeutschland, aber scheißegal. So, damit gehen wir jetzt weiter und kommen so ein bisschen langsam in eine eher Death Metal ausgerichtete Richtung. Wobei das auch ein schwieriges Thema ist, wenn man über die Gebrüder Heinrich spricht, auch bekannt als Heinrich Brothers, Tobi und Andy. Toni, Entschuldigung an dieser Stelle. Aus Dresden, wenn wir über Death Rage sprechen. Death Rage haben, denke ich, von allen Bands generell, die wir auf diesem Festival jetzt hier haben, so musikalisch längsten Werte- und Wandlungsprozess so hinter sich. Denn wenn man sich die Kapelle anguckt und den musikalischen Output, wie auch, ich sag mal ganz gut, siehst du das an den Bandbildern über die Jahre, dir das anguckst, was das für eine Wandlung hingelegt hat, da ist schon einiges passiert. Groß geworden zu einer Zeit, als in Deutschland ja mehr oder minder so der HM2-Welle richtig hart geritten wurde, haben die so richtig in dieses Schema nicht reingepasst. So, die waren mit ihrem, selbstbetitelten ersten Album, hat das eher so eine Hardcore-Death-Metal-Hand-in-Hand-Jutsi-Eindruck irgendwo in der Nummer gemacht und wurde dann für mich hörbarer mit ihrem Zweitling, der da wäre, Into Extinction. So, da habe ich dann schon gedacht, ah cool, kann man eigentlich ganz gut hören. Dann sind die auch langsam so ein bisschen mehr Thema geworden. Auf der Revelation of Chaos sind sie dann so in, also wir reden jetzt hier ja immer von Alben, so ein bisschen mehr in die Richtung des Oldschool-Death-Metals, der ja in Deutschland da gerade so omnipräsent war, gedriftet, haben da aber auch nie so komplett in diese HM2-Schiene reingepasst, waren auch immer da so ein bisschen zu unangepasst, vielleicht auch immer eine Spur anders als der Rest, der so vermeintlich alles richtig gemacht hat, um diese Welle in der Zeit zu reiten, so immer so ein bisschen doomig und langsamer und irgendwie immer ein bisschen anders. Trotzdem war das anscheinend auch mit dem Artwork, das sie damals hatten, genug, um bei Century Media Aufmerksamkeit zu erwecken, die dann unter Vertrag genommen haben, wo dann wiederum das letzte vollwertige Album rauskam, und zwar die Nightmares Reign. Und die war dann wiederum, man möchte es fast verkopft nennen, was sie da gemacht haben. Also die war auf jeden Fall im Vergleich zu allem, was sie vorher gemacht haben, war das ziemlich vertrackt und schwer nachvollziehbar, nicht unbedingt für das Genre anbieterndes Artwork. Und ich meine, CM haben zu der Zeit, weiß ich nicht, versucht so ein bisschen einen Hype-Train da mitzunehmen und alles im Untergrund, was da irgendwie Rang und Namen hatte und so aussah, als könnte das ein paar Scheine abwerfen, da irgendwie direkt von der Straße weg zu sein. Naja, und so kam es, wie es kommen musste, und als bei CM dann hinterher wieder hart aussortiert wurde, sind sie dann nach der einen Scheibe auch wieder geflogen. Haben dann aber mit der, wie hieß die EP, die sie dann rausgebracht haben, Delirium, die wiederum bei Into Endless Chaos rauskam, für mich so das geilste Kapitel aufgemacht, das sie bis jetzt so haben. So, die haben ihre ganzen Einflüsse und ihre ganzen Vorabphasen, die sie so hatten, haben sie alle genommen, haben die in den Topf gehauen und haben das, was die Typen, wenn du die halt kennst, auch so ausmacht, dass das halt so eine Heipziger Dresdner Schnauzen sind mit so einer Linksattitüde und so ein bisschen punkig und viel DIY-Attitüde und so ein bisschen Rotzen eingebuttert, da irgendwie eine richtig geile Mixtur draus gemacht, die ich mir auch sehr, sehr fürs nächste Album wünschen würde. Das war mein Kevin Costner-Monolog zum Thema Death Rage. Ciao! Sau auf mein Bier und halte Fresse, mach. Soll ich da gar nichts zu sagen? Kann ich machen. Das obliegt doch dir. Mach doch draus, was du willst. Es ist eine verdammt geile Liveband. Das ist einer der am besten aussehenden
Death Metal Bands, die es da so gibt, Death Metal unter Vorsicht, das stimmt, denn da ist musikalisch viel passiert. Die haben aber, und das ist das Coole daran, die haben das quasi auf der Bühne angefangen. Die haben mit Sicherheit, bevor da was passiert ist, und das war trotzdem relativ früh, weil wir reden auch von einer Band, die 2010 gegründet war, haben die jedes Jutz und jedes besetzte Haus im Umkreis von 600 Kilometern 3 bis 5 Mal bespielt gehabt. Vielleicht übertrieben, aber sie hatten auf jeden Fall, sie kamen von der Bühne und haben das, diese Attitüde schwingt oder schwang bis zu großen Teilen immer in ihrer Musik mit. Als Death Ride so ein bisschen durchgestartet sind, und das ist, muss man einfach sagen, war das gar nicht so sehr ein Thema in Deutschland, weil das dritte Album, Revelations of Chaos, war bei Prosthetic Records veröffentlicht worden. Das war seltsam. Und das ist ein sicherlich ein beeindruckender Schritt, weil es halt einfach zeigt, wie international die Band ist. Und die hat die Band mit Sicherheit auch international vom Standing her in eine ganz andere Sphäre gerückt. Tobias, fahre ja fort. Au, fuck. Hat sie im Umkehrschluss aber vielleicht auch so ein bisschen von der Basis abgerückt. Denn für mich ist Revelation of Chaos das beste Album, was Death Ride gemacht haben. Aber es ist halt ein bisschen eine Geschmacksfrage. Da ist sicherlich viel Oldschool Death Metal drin. Aber halt diese Punk- und DIY-Attitüde, dieses Krastige vom Beat her, was sie immer mit hatten, gerade in den Frühwerken. Es ist eine super wichtige Geschichte. Andererseits sind die Jungs, und das war auch das Coole daran, denn die zwei Hauptprotagonisten plus wechselnde Bandmembers, die waren auch relativ jung anfangs und haben mit Death Ride auch so eine richtig musikalische Ausbildung mitgemacht. Denn das spürt man dieser Band mit. Die haben mit jedem Jahr neue Einflüsse gehabt. Das merkst du, dass das richtige musikalische Fans und Freaks sind, die halt so und so viele Bands aufgesaugt haben und dann halt auch gezeigt haben, dass das bei Death Ride halt auch immer mit anklingen kann. Und das hat die Band halt unvorhersehbar gemacht. Cool. Bei Century Media, Das hat denen schon auch was gebracht, so groß wie die Band damals natürlich. War die Band auch nie wieder. Allerdings, klar, haben sie ein relativ verkopftes Album gemacht und sind promotechnisch dann irgendwann hinten runtergefallen. Das muss man einfach sagen. Aber cool ist, dass die Band halt trotz allem nicht dran zerbrochen ist, sondern auch wenn gerade, das muss man ja auch sagen, die Bandmembers sich ganz schön ergehen in ihren Side-Projekten. Da macht ja jeder sein Ding und das ist ja auch alles völlig cool. Und ich glaube, mittlerweile sehen sie das Death Ride-Geschichte auch nicht mehr so erbost eng an. Wenn da was kommt, kommt da was. Und wenn sie spielen, spielen sie. Aber sie müssen das Ganze nicht mehr und verfolgen das wahrscheinlich auch nicht mehr so auf Teufel komm raus. Macht das Ganze halt musikalisch auch so ein bisschen Befreiungsschlag. Und dass sie jetzt bei Into Endless Chaos haben, ist zwar vom wenn man das von labeltechnischer Seite betrachtet, Century Media Into Endless Chaos, sicherlich ein Rückschritt, aber musikalisch auch irgendwo die Befreiung. Das hast du der EP angehört. Und jetzt geht's ja los. Ein neues Album ist am Start und kommt jetzt auch in die Promo und vielleicht spielen sie auch ein, zwei neue Songs. Bin gespannt. Sind jetzt ein Stück weit Black Metallischer auch, zumindest so was von der Attitüde ja rüberkommt. Aber ey, keine Ahnung, wie das Album wird. Das kann bei Death Ride viel passieren. Ich bin auf jeden Fall super, super gespannt drauf und am Ende eines Tages ist eine Death Ride Show immer noch eine geile Live-Show. Punks. Das wird passieren. Aber. Ja, muss man sagen, gell? Von Dresden nach Leipzig umgezogen. Ja. Von Dresden nach Leipzig und dann bleiben wir gleich in der Zone, wenn wir über Tschernobyl reden, denn das liegt augenscheinlich in Sachsen und zwar in Chemnitz, um genauer zu sein. Musst du auch von Leipzig nach Dresden. Das. Was? Okay. Cytotoxin. Cytotoxin, Freunde. Ich
ich sag da immer Zytotoxin. Du sagst immer Zytotoxin, das ist mir ja schon klar. Ich sag eigentlich auch immer Zytotoxin, aber hier geben wir uns ja weltmännisch und bewandert in dieser Sendung. Cytotoxin. Cytotoxin. Cytotoxin from Chemnitz. Plutoniumhelfen, Radiophobia, Gammageddon und Nukleof. Also die Band reitet den Geigerzähler bis zur Kernschmelze, könnte man sagen. Sie sind, glaube ich, Wortspiel-affin. Wirklich, sind sie das, Tobias? Könnte man meinen. Strahlung ohne Ende und auch Ausstrahlung ohne Ende. Was die abfackeln und wie die sich gemacht haben, kann man auch echt wenig gegen sagen. Ich habe heute tatsächlich gesehen, dass sie jetzt hier eine US-Tour angekündigt haben. So irgendwie 15, 20 Dates. Das wurde ja auch schon lange gewünscht, sich sozusagen. Denn da musst du ja auch sagen, bis auf das erste Album des Plutonium Heaven, was sie selber rausgebracht haben, und wo es auch schon so anfangs steil die Karriere leider hochging, haben sie ja jede andere Scheibe bei Unique Lieder rausgebracht. Das sind nicht so viele deutsche Bands unter Vertrag. Da musst du schon ein bisschen was auf dem Kasten haben, um da ins Frickel-Hauptquartier der Welt zu kommen. Und musst halt einfach sagen, es sind, keine Ahnung, wer es noch nie gehört hat, die brachiale Durchschlagskraft von Dying Fetus trifft genau dasselbe, aber noch frickelnder und technischerweise das, was Origin so im Subtext mitbringt. Und vor allem das alles so unter diesem Deckmantel der Kernschmelze mit einem absolut brachial aussehenden Frontmann natürlich noch mit dem Krimo. Dann haben sie während der Hälfte des Sets ja sowieso noch ihre Gasmasken auf. Und das hat ja auch bei uns auf dem großen Festival im Zelt, hat das super krass funktioniert. So, und da macht denen, glaube ich, in diesem Bereich in Deutschland und Europa gibt es wenige Bands, die denen da was vormachen können oder auch nur das Wasser reichen können. So auf dem Level, das zu performen, was sie da machen, auf die Art und Weise, das zu performen, wie sie es machen, das ist schon ein starkes Stück und da kannst du den Hut vorziehen. Ja, zumal du in der Gegend wahrscheinlich auch nicht viele Musiker findest, die das halt machen, dass sie sich da so als Einheit wirklich auch ganz fest und auch klar, das wirkt so, ja, schon allein produktionstechnisch finde ich eine krasse Nummer, weil eigentlich klingt sowas in Deutschland produziert nicht zwingend so. Aber cool, die wussten auch, glaube ich, sehr schnell wirklich, was sie wollen. Sicher, dann Unique Leader als wirklich großes Label, zumindest was diese Musik angeht, absolut Wahnsinn. Und machen sie jetzt auch eine Weile schon. Und müssen, glaube ich, mal wieder albumtechnisch, oder? Sehe ich langsam mal dran. Das ist von 21? 20? 20, siehst du? Die sind dran, auf jeden Fall. Ja, da wird auch was passieren, weil also, so korrekt wie sie sind und als eine der wenigen Bands ja im Gegensatz zu dem Bildes Weit, die du schon vorher angesprochen hast, ja relativ vernünftig am Zapfahren. Was sowas angeht, so produktiv und professionell sind sie ja in dieser ganzen Nummer, wie sie das ganze Ding halt so aufziehen. Ich weiß noch am Anfang, weil ich hatte mit denen relativ fix Kontakt und ich glaube, wenn ich nicht falsch bin, hatte ich denen auch ihre erste Live-Show tatsächlich organisiert und zwar hier in Weimar sozusagen ums Eck im Kasseturm war das damals. Da weißt du auch noch, da hat uns der Veranstalter damals um die Gage geprellt für Rogasch und für Cytotoxin. Und hat die dann im Nachgang auch ewig nicht bezahlt. Und da habe ich denen irgendwann eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, Alter, hast du dir mal angeguckt, wie die Typen aussehen? Ich rück bei denen einen, dann rücken wir dir das Fressbrett gerade. Und dann kam die Kohle reingeflattert. Das war cool, genau. Aber am Anfang da halt so ein bisschen, ich sag mal, belächelt wurden mit dem, was sie da so vorhaben und was sie machen wollen. Aber die Leute, die da halt gelächelt haben, haben das dann halt ganz schnell dann auch wieder eingestellt, als sie dann das erste Album draußen hatten. Und ich meine mich zu erinnern, dass das eine komplette Eigenproduktion war. Und das war damals schon relativ wertig. So, und als sie das dann nachgeschossen haben, dann sind sie halt auch jedes Mal irgendwie diese Aspekte, die sie hatten, also Brutalität, Groovigkeit, Eingängigkeit, dieses technische Überverständnis und dann halt dieses Drumherum, was sie gebaut haben, was dieses Image anging, ist halt auch jedes Mal in irgendeinem Teilaspekt immer ein bisschen besser geworden. So. Dass du sagen kannst, man hat das Gefühl, die folgende Agenda. Es ist auch ein kleines bisschen Kunst, sage ich mal, das gehört, das eine Kunst, das hinzubekommen, dass man
immer noch witzig und albern wirkt, ohne dass man dabei albern aussieht. So, die haben, glaube ich, sehr genau gewusst, was du für Stellschrauben drin hast. Du bleibst sympathisch. Das ist, es muss nicht überdurchdacht sein, aber was musikalisch und auch produktionstechnisch und generell das Ganze drumherum, das ist hochernst. Ja, also das funktioniert, das, was Herr Giersberg hier sagen will, ist, das funktioniert halt von einem Publikum, das Guter Lachs abfeiert, genauso gut wie von einem Publikum, das Obscura abfeiert. Und es bringt einen gewissen Ulk mit, ohne halt wirklich ulkig zu sein. So, ja. Und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, was sie wirklich gut machen. Und ich glaube, da ist die Karriere leider auch noch nicht erreicht. So, aber genug jetzt hier zu den deutschen Kopeigen. So wie Tschernobyl augenscheinlich in Chemnitz liegt, liegen die USA auch erschreckend oft im folgenden Beispiel in Schweden, und zwar in Karlstadt, um genau zu sein, wenn wir von der dienstältesten Kapelle am Freitag sprechen, und zwar von Vomitory. Karlstadt, bitte. Ja, Entschuldigung. Ich habe schon seit der Toxin gesagt, jetzt verlangen wir bitte nicht alles ab. Das ist, Vomitory sind im Death Metal so ein bisschen Everybody's Ugly, Mean, Versoffener Darling. Das kann man nicht anders sagen. Es gibt wenig Leute, die sagen, was für eine Scheiße. Irgendwie findet sie dann ja doch jeder gut. Ja. Wobei sie jetzt auch nicht unbedingt so augenscheinlich die Sympathie für sich gepachtet haben, aber durch dieses Understatement, auch durch dieses gefühlstechnisch unterkühlte Understatement, dass sie halt mitbringen, kommen sie dann halt doch wieder irgendwie sympathisch rüber. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also sympathisch sind sie, glaube ich, immer gewesen. Sie sind musikalisch, aber halt eigentlich nicht zugänglich genug oder zumindest nicht allumfassend, dass man der Band irgendwie riesige kommerzielle Erfolge irgendwie zutrauen würde. Hat ja auch alles gedauert. Wir reden hier von einer Band, die 1989 gegründet wurde. Also die gehören halt auch einfach wirklich zur Ursuppe des schwedischen Death Metals. Und vielleicht liegt es daran, dass die Jungs schon so lange dabei sind, also zumindest auch line-up-technisch in Anteilen immer noch so lange, dass man sagen kann, dass sie musikalisch gar nicht so stark beeinflusst sind von dem, was in Stockholm ist oder was in Göteborg war. Weil rein von der, man ist weit genug von beiden Städten entfernt, um das Ganze halt anders aufzuziehen. Und ich finde Vomitory persönlich nicht so amerikanisch beeinflusst, eher britisch, aber das ist ein bisschen Makulatur. Cool ist, dass Vomitory immer noch, oder gerade wieder, muss man ja sagen, denn die Band war zwischendurch aufgelöst, auch wenn das nicht so lange, also geplant war es ja nicht, dass sie wiederkommen, aber die Jungs sind zurück und das ist auch cool, und sie hatten sich ja eigentlich auch aus Vernunftgründen aufgelöst, weil lang genug war. Aber dann sind da halt doch wenigstens drei Leute in der Band, vom Endline-up der Leute, sprich der Drummer Tobbe, der Sänger Erik und Bassist einer der Gitarristen, der Urban Gustafsson. Tobbes Bruder. Was war mit dem? Der spielt gerade nicht live. Hin und wieder. Also klar, die sind ja auch nicht jünger. Die wechseln hin und wieder einen Gitarristen live aus. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Das ist Peter Östlund, spielt auch häufig nicht live. Der war auch auf der letzten Tour mit Vader definitiv nicht dabei. Aber die haben da einen Stand-in-Gitarristen, der im Prinzip, so hochtechnisch ist es ja auch nicht, muss man jetzt dazu sagen. Witzigerweise passt er aber auch ganz gut in die Bühnenoptik. Ja, es ist ein Untersetzer, etwas breiter, bierliebender Schwede mit einem Bart und langen Haaren. Und das macht wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Charme dieser Band aus, denn Vomitory wird augenscheinlich nicht überbearbeitet, nicht überperfekt, sondern sind halt auch so eine Kumpelband. Mit der du einfach ein Bier trinken willst, weil du weißt, die trinken auch Bier, die reden nicht nur davon und die fühlen sich wohl mit dem. Die atmen diesen Metal-Spirit, den der Metaller in sich immer noch so wünscht, der halt nicht immer da ist. Da ist auf der Bühne halt immer noch ein Bier.
in der Nähe. Und das macht bei Vomitory schon viel aus. Auch wenn die Jungs nicht unprofessionell sind, ganz definitiv nicht. Gerade, muss man auch dazu sagen, mit diesem mittlerweile höheren Alter müssen die Jungs sich auch ein Stück weit fit halten. Und gerade der Drummer Tobbe ist einer der besten Musiker aus Schweden, die ich kenne, dem man absolut, auch wenn Vomitory vielleicht nicht die hochtechnischste Geschichte ist, aber sie ist dynamisch wie Sau, sie ist aggressiv wie Sau und sie ist halt verdammt gut gespielt. Und der Junge hat ein Amon Amarth-Album eingetrommelt. Also das machst du halt auch nicht, wenn du nicht irgendwie ein technisches Grundverständnis oder halt einfach, wenn du nicht professionell bist wie Sau. Ich sage nur Torture Division, das ist ein Projekt, was nie geprobt hat, aber unglaublich tight Death Metal zelebriert hat. Er hat ja noch einiges anderes gemacht. Ne? Genau. Also ich war mal mit ihm auf Tour, da hat er bei Niflheim gespielt, auch eine ganze Zeit lang. Ja. Und hat er nicht auch Lockup mitgemacht? Nee, meines Wissens nach nicht. Da war er nicht dabei, dachte ich. Dann war sein Bruder? Nee. Doch. Irgendwann Gustafsson. Aber bitte sprich weiter. Ja, Vomitory haben neun Studioalben am Start und haben sich 2023 mit All Hats Are Gonna Roll wirklich beeindruckend zurückgemeldet. Eine dieser wenigen musikalischen Comebacks, die das gehalten haben, was sie versprechen, wie man sich das so wünscht. Es ist ein Vomitory-Album. Nicht mehr, nicht weniger, klingt wieder falsch, sondern es hat alle Stärken, die ein Vomitory-Album hat. Na klar, man, aber Tobias Gustafsson hat Lowry Cut-Up gespielt. Cut-Up, nicht Lock-Up. Ja. Habe ich Lock-Up gesagt? Ja, du hast Lock-Up. Ja, wenn ich Lock-Up sage, dann meine ich immer Cut-Up. Und wenn ich August sage, dann meine ich Oktober. Und 17 Uhr ist erschreckend oft um 7 bei mir. Kannst du das im Video dann nochmal nach? Nochmal, ich lasse das hier ungeschnitten so drinnen. Mein Gott, ihr da draußen könnt ja auch mal meine Unzulänglichkeiten kennen. Das macht vielleicht den einen oder anderen Abstrich an meiner ansonsten gottgleichen Erscheinung. So, liebe Freunde, und damit begeben wir uns dann auch zu Band Nummer 6 für den Freitag und zum Headliner für diesen Tag. Und das ist halt tatsächlich ein Phänomen. Und es ist nicht nur ein Phänomen, weil es ein musikalisches Phänomen ist, sondern es ist halt ein Phänomen in vielen Aspekten. Grundsätzlich, also wir reden über Kanonenfieber. Die tatsächlich bei uns eine Release-Show zu ihrem neuen Album Die Urkatastrophe machen werden. Und da sind wir nicht eine der Release-Shows, sondern also es folgt ja im November, Dezember folgt noch eine Release-Tour dazu. Die geht einmal quer durch Europa. Ende 25, 30 Auftritte müssten das sein mit Panzerfaust. Aber wir sind sozusagen für alles, was, weiß ich nicht, nördlich von Nürnberg ist, sind wir hier sozusagen Anlaufpunkt Nummer 1, was diese Release-Show angeht, denn da sind tatsächlich wir als Erste dran und den Tag drauf sind sie in München und dann ist auch Ruhe, bis dann diese Tour da losgeht. Also für jeden da draußen, der noch Bock hat und vielleicht auch für die Tour, die in Leipzig ja schon längst ausverkauft ist im Hellraiser, keine Karte mehr bekommen hat, kommt zu uns. Die Urkatastrophe wird nämlich genau an dem Freitag quasi veröffentlicht werden. Ja, das zweite Album der bayerischen Black Death. Eigentlich One-Man-Band, würde ich gerade sagen. Ja, eigentlich, es ist ja ein Ein-Mann-Projekt. Projekt. Genau. Das aber halt, ich weiß nicht seit wann, aber wenigstens auch schon seit 3-4 Jahren halt ein komplettes Live-Line-Up hab, was auch absolut stabil ist. Gut, sie könnten Musiker wechseln, das würde wahrscheinlich nicht unbedingt jeder merken, aber meines Wissens nach sind es immer dieselben Live-Musiker und sie haben sich auch live diesen Ruf erspielt, eine verdammt beeindruckende Formation zu sein. Und das ist aus vielerlei Gesichtspunkten ziemlich beeindruckend. Klar, wie bei allem, was großartig erfolgreich ist, gibt es da auch gewisse Kontroversen drum. Das fängt beim Thema an, dann die ganze
dieser ganze Style, der von Anfang an um diese Band quasi drumherum gewoben war, das ist halt ein musikalisches Produkt, was dir nicht nur albumtechnisch oder also nicht nur von der musikalischen Seite her, sondern halt auch visuell einiges bietet. Und dann ist halt das Thema sicherlich auch zu dem Zeitpunkt noch relativ neu gewesen oder zumindest noch nicht so weit verbreitet, wie es heute der Fall ist. Und führt natürlich zu Diskussionen. Und vielleicht war manche Sachen auch anfangs der Neid relativ groß, beziehungsweise vielleicht war auch anfangs einiges nicht so cool, wie man sich das wünscht, dass sich eine Band im Proberaum trifft, drei Bier trinkt und dann halt ein paar Songs komponiert, die veröffentlicht und dann stellt sich Erfolg ein. Das war da schon ein bisschen anders. Aber es kann sich heutzutage halt keiner mehr hinstellen und sagen, okay, das nötigt einem nicht den Respekt ab, den es vielleicht einfach verdient. Man kann es ignorieren, definitiv, aber man kann sich nicht hinstellen und sagen, wow, das ist schon beeindruckend. Ja, ich meine, wir hatten die auch auf dem Partisan letztes Jahr, genau. Und da gab es im Vorfeld dann auch in der Kommentarspalte natürlich harte Kritik, die dann seitens der Band und auch seitens von uns da geregelt ist. Von wegen, die Band, die gibt es ja erst seit, ich glaube, 20? So, also noch gar nicht mal so alt. Wie kommt es, dass die schon auf dem Festival spielen können? Und dann, ach du Scheiße, als wir die Running Order rausposaunt haben, ach du Scheiße, die spielen auch noch auf der Mainstage, wie kann das passieren? Und die haben ja nur Klicks gekauft und das ist ja nur ein Marketingprodukt und bla bla bla. Und da musst du jetzt aber einfach mal dazu sagen, du kannst als Band natürlich Likes und Klicks und Views und sonstige Scheiße aus Bangladesch und aus Pakistan und sonst wo könntest du dir kaufen ohne Ende. Aber das wird sich live nicht widerspiegeln. Du kannst die Leute aus Bangladesch sicherlich einfliegen lassen, aber das steht, denke ich, nicht im Verhältnis. Und das, was sich vor der Mainstage bei uns abgespielt hat, als die dort gezockt haben, das war mit einer der besten Shows, neben wahrscheinlich der Headliner und Co-Headliner-Riege, die da bei dem Festival gespielt hat. Ach nee, danke, ich kotze gleich, ich bin randvoll, Tobias. Ich gönn's dir gerne, mein schmaler Freund. Ich brauch's. Ja. Mit das Krasseste, was wir in dem Jahr auf dem Festival hatten. So, wie Tobi halt schon sagt, da steckt sehr viel Gedankengang drin, was halt die ganze Live-Nummer angeht, wie das dann halt umgesetzt wird, auch Show-Effekte in den ganzen Klimbim. Kann man jetzt drauf stehen oder kann man Scheiße finden, kann man sagen, mein Gott, die sollen sich auf die Mucke konzentrieren oder irgendwas, aber sie sind halt auch nicht die allerersten, die das machen. So, das ist jetzt auch kein Konzept, das grundlegend neu ist, dass du sagst, eine Band steht halt nicht nur zu fünft auf der Bühne und spielt halt auf ihren Instrumenten irgendeine Mucke runter, sondern die untersetzen das halt mit einem kompletten Konzept. So, und dann musst du ja sagen, egal ob das jetzt im Proberaum entstanden ist oder ob das wie in dem Fall halt der Feder einer Person entspringt, was im Black Metal jetzt auch nicht so unüblich ist, wenn man das darauf runterbrechen wollte, musst du einfach festhalten, dass es halt kein Marketing, Label, irgendwas Produkt ist, sondern dass das halt der Fantasie und dem Gedankenkonstrukt eines Einzelnen halt entspringt, der sich halt hingesetzt hat und hat das erste Album eingetrommelt, eingeklampft, eingesungen. Ich weiß nicht, ob er es produziert hat oder ob er da, wo sind die Soundlodge? Haben sie, glaube ich, das letzte aufgenommen? Oder Iguana? Ich weiß es gar nicht. Das wäre doch Brandes. Okay. Ja, ich glaube, Brandes sind sie, aber war es. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist eine scheiß Leistung, die da dahinter steht. Und da, naja, gebe ich Tobi halt recht, Erfolg wird halt nicht überall gern gesehen. So, und gerade im Metal-Bereich ist das doch logisch. Kannst du jetzt der Verteidiger des wahren Untergrundes sein, ja oder nein, und kannst die Mucke halt gut finden, ja oder nein, aber da dann halt dich hinzustellen und zu sagen, das ist hier unverdient und andere haben das viel mehr verdient oder nicht, bla bla bla, das entscheiden halt die Leute da draußen. Und den kannst du zwar ein Produkt anbieten, aber du kannst sie halt weder dazu zwingen, zu Live-Shows zu kommen und die sind bei denen scheiße gut besucht und du kannst sie auch nicht zwingen, Merchandise zu kaufen und auch das geht richtig scheiße gut bei der Band und das sind einfach Indizien dafür, dass es einen richtig beschissen hohen Anklang findet. Und dieses Gemurmel aus dem Untergrund kann ich halt von daher nicht verstehen, dass ich sagen muss, naja, da wird jetzt aber auch nicht nach
der Erlösung im Untergrund halt gefischt. So nee. Super hart. So, das tangiert das halt wirklich nur selten, was damals in Norwegen und in diversen kugelnden Kirchen halt abgegangen ist. Dementsprechend, wer da mit einem offenen Ohr und einem offenen Auge für Ästhetik rangeht, der bekommt da, glaube ich, am Freitag auf dem Headliner-Posten richtig hart was geboten. Genau, da gehe ich auch fest von aus. Ja, ja, und das wär's. Der Freitag. Der Freitag. Wie ihr es gewohnt seid, wird es vom Partisan dann natürlich auch einen Samstag geben. Dem werden wir uns auch in der nächsten Sendung widmen. Vielleicht machen wir morgen ein Edge of Sanity Special. Wer weiß, das schön. Ja. Du willst das jetzt nochmal einen teasern? Das ist irgendwie albern. Das war der Running Gag bis nächstes Jahr. Weißt du, was mir gerade schrecklich aufgefallen ist? Nee. Wenn du diese Kokoschips-Packung anguckst, ja, wie dämlich sieht denn das Wort aus? Kokos? Kokoschips? Wenn du Chips dann mit SCH schreibst. Kokoschips mit Haut. Okay, Freunde, so viel dazu. Und zu unserer Nährwertempfehlung ist übrigens eine Ballaststoffquelle für jeden, den das interessieren mag. Kokoschips mit Haut. Ich brauche keinen Ballaststoff. Immer gut für deine Darmgesundheit. Wir riechen uns, bleibt geschmeidig. Peace out.